Jo Leute, das ist wieder ein neues Video. Heute mal mit Fakten über YouTube und mit einem Gast, Flo von TickerTV. Ja, und ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. 2011 haben die User bei YouTube mehr als 1 Billion Mal ein Video aufgerufen. Runtergerechnet auf einen einzelnen Erdenbewohner waren das fast 140 Views. Pro Minute laden die ganzen YouTube-User auf der ganzen Welt 72 Stunden Videomaterial. Von YouTube gibt es momentan 43 regionale Versionen. YouTube ist in 60 Sprachen übersetzt. Würde man die 5 beliebtesten YouTube-Kanäle mit TV-Kanälen vergleichen, wären sie unter den Top 20. Mehr als 100.000 Jahre YouTube-Videomaterial werden jährlich auf Facebook angeschaut. Weltweit gibt es 350 Millionen Geräte, mit denen YouTube empfangen werden kann. Und ich habe eins davon. Das meistgesehene Video auf YouTube ist Justin Bieber mit seinem Song Baby. Das will doch niemand sehen. Der Name YouTube wurde wortwörtlich übersetzt, eigentlich du Röhre heißen. Aber eigentlich soll es so viel wie du sendest heißen. YouTube gehört eigentlich noch gar nicht immer zu Google. Ursprünglich wurde es von 3 ehemaligen PayPal-Mitarbeitern gegründet, welches aber im Jahr 2006 für umgerechnet 1,31 Milliarden Euro verkauften an Google. YouTube wird hauptsächlich von Jugendlichen geschaut, und zwar weil im TV kommen meistens nur noch scheiß langweilige Nachrichten. Hier kommt coole. Ein weiterer Grund ist auch, dass auf YouTube die Verbindung zwischen Produzenten und Zuschauern viel kleiner ist. Also sie können direkt miteinander kommunizieren. Im TV hat der Produzent keinen Plan, was seine Zuschauer von dem, was er macht, halten. Ursprünglich war YouTube nur für Katzenvideos gedacht. Okay, so mache ich das jetzt hin. Das erste Video auf YouTube, das 1 Milliarde Klicks bekam, war Gangnam Style. Viele regen sich in Deutschland über vereinzelt gesperrte Videos auf. What the fuck, was würde dann mit China passieren? Da ist YouTube nämlich komplett nicht da. Das europaweit größte YouTube-Treffen ist der Video Day, der von Christoph Krachten jedes Jahr organisiert wird. Die Idee stammt jedoch von Mr. Trashpack. Viele denken, dass der Video Day und die Gamescom das gleiche sind, doch falsch. Sie finden nur beide gleichzeitig zu ungefähr dem gleichen Ort statt und die Gamescom unterstützt den Video Day. 2013 wurde von Google bekannt gegeben, dass YouTube eigentlich nur ein Wettbewerb sein sollte. Und der ist jetzt beendet. Das heißt, YouTube würde geschlossen werden und erst 2023 wieder geöffnet werden, um den Gewinner bekannt zu geben. Ha, gut gelungener April-Scherz. Jo, das war's auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt mal in die Kommentare, was ich sonst noch so für Faktenvideos machen soll. Jo, schaut noch mal bei TickerTV vorbei. Da kommen ab Mai auch wieder coole Videos. Jo, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ist im Jahr 2006 für ungefähr 1,31 Euro. Ja, genau. Ja. Genau. Wir sind im Geschäft.